Lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. So, wir werden heute in ein neues Dorf gehen, das wir noch nicht gesehen haben. Und zwar heißt das Dorf Kartwasten, glaube ich jedenfalls. So ähnlich hieß es auf jeden Fall, ganz sicher. Und dort werden wir jetzt noch ein paar Quests machen. Artis, Nikolai, klar, sind alle dabei. Oh, was ist hier los? Geht's schon los? Ich will, dass ihr Söldner aus meiner Mine verschwindet. Hütet eure Zunge, Einheimischer. Wir gehen, wenn wir sicher sind, dass ihr keine Abgeschworenen sind. Ach, und wann soll das wohl passieren? Wenn ich mein Land an die Silberblutfamilie verkaufe? Die Silberblut haben euch ein sehr großzügiges Angebot für diesen Haufen Dreck gemacht. Ich finde, ihr solltet es annehmen. Okay, hallo, Ragnar. Ich bin eine Tag recht. Für jemanden aus Reach würden nur wenige Nord arbeiten. Aber eine Tag ist ein guter Mann. Reden, Pack, Goat, cool. Wenn die Abgeschworenen nicht gerade meine Stadt angreifen, versuchen die Nord mich von dort zu vergraulen. Ich bin einer der wenigen Söhne von Reach, der noch Land besitzt. Das macht mich nicht besonders beliebt. Habt ihr das Sagen? Kartwasten ist schon seit Generationen im Besitz meiner Familie. In Reach eine seltene Gegebenheit für jemanden, der kein Nord ist. Nicht, dass ich etwas davon hätte. Die Nord glauben, ich arbeite für die Abgeschworenen. Die Abgeschworenen glauben, ich arbeite für die Nord. Habt ihr Probleme mit der Mine? Das ist Diebstahl, oh ja. Die Silberblutfamilie will sich mit Gewalt mein Land holen. Abgeschworene greifen die Minen an und urplötzlich tauchen diese Söldner auf und wollen helfen? Sie wollen niemanden arbeiten lassen, bis ich verkaufe. Und wenn ich sie überzeuge, dass sie verschwinden? Ihr könnt es versuchen, aber haltet besser euren Schwertarm bereit, falls die Sache hässlich wird. Na ja, mal gucken. Wer ist die Silberblutfamilie? Diebesgesindel, die ganze Familie. Sie regieren ihr korruptes Imperium von Markarth aus. Der Silberblutfamilie gehört bereits halb Reach. Und sie wird keine Ruhe geben, bis es ihr ganz gehört. Okay. Also gut. Ja, dann werden wir mal mit den Leuten reden. Mal gucken, ob wir es vielleicht schaffen, auch ohne Kampf oder irgendwie auch immer das zu regeln. Okay. Soldat, der Sturmmittel. Mal gucken. Wir haben die in unserer Hand. Schön langsam bewegen. Ja, ich mach schon nichts. Alles gut. Ich bin in Frieden hier. Die Mine ist geschlossen. Verschwindet. Wer hat das Sagen? Wer hier das Sagen? So. Ich bin nicht von hier. Ich bin ein Söldner. Das sind meine Männer. Okay. Warum habt ihr die Mine gesperrt? Die Abgeschworenen haben vor einer Weile angegriffen. Der Jarl hatte keine Männer übrig, also haben die Silberblut großzügig angeboten, uns zu schicken, um aufzuräumen. Wir wollen nur das Land dieses alten Einheimischen als Bezahlung für unsere Dienste. Danach verschwinden wir und alle können wieder zurück an ihre Arbeit. Okay, ich könnte Annie Dings überzeugen zu verkaufen. Wenn ihr das macht, bin ich sicher, dass ihr einen Anteil erhaltet. Oder überrede Baba zum Wer ist die Silberblutfamilie überhaupt? Habt ihr noch nie von der Silberblutfamilie gehört? Sie sind die wichtigsten Leute in Reach. Ihnen gehört praktisch die Stadt Markarth. Und wir werden von ihnen bezahlt. Nee, das ist seine Mine. Ich möchte, dass ihr mit euren Männern verschwindet. Punkt. Eine Tag helfen? Nennt mir einen Grund, warum ich euch keinen Dolch in die Brust stoßen soll. Wie wär's denn damit? Ich nehme an, ihr hört auf Gold. Ja, Fremder. Das ist mehr, als die Silberblut uns zahlen. Wir verschwinden. Na also. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet...
Geh. Ich will dich hier nicht mehr sehen. So, das haben wir das. Wir haben diese Minen in unserer Hand. Schön langsam bewegen. Ja, alles klar. Ich will hier niemanden töten und ich. Ihn in unserer Hand. Schön langsam bewegen. Was bauen die eigentlich hier ab? Silber? Silber, ui. Tatsächlich, gut. Wir haben ihn bezahlt. Ich denke mal, überreden hätte nicht ausgereicht und einschüchtern hätten wir sowieso vergessen können. Das ist auf jeden Fall ganz klar. So sollten die gehen nicht einfach, wenn ich die einschüchtere, egal wie ich auch aussehen mag. Jetzt aber erstmal sagen wir ihm Bescheid, dass die Mine wieder frei ist. Und dann ist es am besten, wenn man dann auch mal besticht. Wieso nicht? So. Wenn die Abgeschworenen nicht gerade meine Stadt angreifen, versuchen die Nord mich von dort zu vergraulen. Diese Söldner werden keine Probleme mehr machen. Das wird nicht das Letzte sein, was wir von der Silberblutfamilie hören. Aber wenigstens können wir uns wieder an die Arbeit machen. Ich danke euch. Ihr habt mir und meinen Arbeitern sehr geholfen. Hier, das ist für euch. Ja, und 1200 Gold verdient. Einfach mal so. Mhm. Jetzt haben wir sogar unser Gold wieder gut gemacht. So, das heißt, sie dürfen hier wieder arbeiten. Aber ich glaube, wir kriegen hier eigentlich noch eine Quest. Ich gehe mal hier so rum. Mal gucken. Hallo. Ich arbeite in den Minen. Hallo? Ihr seid nicht von hier. Hallo? Wir müssen nicht miteinander reden. Wieder offen. Wie soll ich nur mit der ganzen Arbeit fertig werden? Ich weiß auf jeden Fall, wir kriegen hier noch eine Quest. Wenn nicht, dann. Ist zwar ein bisschen komisch, aber. Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. Zeit, sich einen anderen Beruf zu suchen. Ja, geht. Ich bin eine tagsrechte Hand. Unsere Aufgabe hier ist erledigt. Ja. Also gut. Zeit, sich einen anderen Beruf zu suchen. Na, mal gucken, ob wir ihn nochmal fragen können. Vielleicht hat er ja noch eine weitere Quest für uns. Ich weiß, dass es hier noch eine gibt. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Alles klar, dann müsste ich trotzdem mal ganz kurz wieder nach Markart gehen. Ich glaube, kriegen wir die Markart? Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Auf jeden Fall hat das was mit einem Ort zu tun, das wir in Staffel 9.5 gefunden haben. Aber dann nicht, also wir sind nicht in diese Festung gegangen, weil da jemand drin ist, den müssen wir durch eine Quest retten. Und, ja. Und ich glaube mal, diese Quest. Kriegt man eigentlich ein Card Wasten, aber sie scheint doch diese Quest zu sein, die ich hier noch nicht gemacht habe. Wir werden jetzt mal zum Dibella-Tempel gehen. Schrein von Talos, hier sind wir falsch, hier geht's zum Dibella-Tempel. Wir waren mal dort. Oh, das will ich lieber nicht machen. Hier sind wir auch falsch. Verdammt, wo war denn der Tempel nochmal? Oder müssen wir hier hoch? Hier so, und dann hier so, und dann hier so, und dann da. Ah, ja, hier sind die richtig. Ich werde jetzt mal ein Quicksave machen, das hat einen Grund. Weil ich glaube... Hoppala. Ich glaube mal, man kriegt die hier. Vielleicht ist es diese Quest, ich weiß es nicht. Oder ich muss irgendwas in Card Wasten nochmal machen. Die Schwestern halten Zwiesprache mit Dibella. Sie dürften nicht gestört werden. Es tut mir leid, der Tempel von Dibella ist geschlossen. Wenn ihr wünscht, könnt ihr... Was? So, ihr. Ich gebe euch Deckung. Du wartest hier. Ich bin immer noch da. Geht nur. Du wartest auch hier. Geht vor. Ich halte hier wach. Ihr bleibt hier. Wir schulden mal eben mit den Segen ab. Etwas? Nein, ich habe mir nur den Segen mal abgeholt. Bleibt die da einfach stehen? Oh nein. Die sieht mich doch, die sieht mich doch. Scheiße, wie mache ich das denn jetzt? Darf ich da einfach rein? Oder so geht's auch? Ich glaube... Man kriegt die hier, indem man etwas Verbotenes macht, wie zum Beispiel hier einfach reingehen, ohne dass es eigentlich erlaubt ist, aber ja, kann man ja mal machen. Schnell speichern.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo, wie geht's denn so? Hm? Was kann ich für euch tun? Darf ich hier was stehlen? Wollen wir das mal machen, Leute? Oh, anscheinend darf ich einfach so rumlaufen, obwohl hier geschlossen ist. Was soll das denn? Oh, Entschuldigung. Ich habe mich über den Tempel... ich habe mich über den Tempel gewundert. Leider erlauben wir Männern keinen Zutritt zum Allerheiligsten. Oh, das ist aber schade. Ihr habt einen Fehler begangen und müsst dafür bestraft werden. Was ist das? Was ist die Strafe? Normalerweise ein schneller Tod. Zum Glück für euch sind andere Angelegenheiten dringender. Wir könnten ein Exempel statuieren, aber vielleicht gibt es für euch eine bessere Verwendung. Wozu ist das denn gut? Die von euch so grob unterbrochene Zeremonie war das hohe Protokoll des Orakels von Dibella. Ich erwarte nicht, dass ihr wisst, was das bedeutet. Es genügt wohl, wenn ich sage, dass wir unser Orakel kürzlich verloren haben. Durch das Protokoll haben wir gesehen, wo das nächste Orakel lebt. Im Norden, in einem kleinen, nah am Fels gebauten Dorf. Wenn ihr euch dorthin begebt und unser junges Orakel holt, wird euch eure Sünde vergeben werden. Ich werde Buße tun. Wo ist das Dorf? Wir glauben, dass Kartwasten der Ort in unserer Vision ist. Ah, ja. Ihr müsst das Mädchen so bald wie möglich zum Tempel bringen. Jawohl. Und begonnen das Herz von Dibella. Was ist dein Orakel überhaupt? Das Orakel von Dibella verbringt ihr gesamtes Leben in direktem Austausch mit der Göttin. Von Kindesbeinen an bis zum Tag ihres Dahinscheidens ist sie eine Verbindung zur himmlischen Mutter. Durch ihre Träume erleben wir den Geist unserer Göttin. Wir haben in einer Vision erfahren, dass das nächste Orakel in einem Dorf im Norden lebt. Sie muss zum Tempel gebracht werden, damit ihr Träumen beginnen kann. Ja, das Mädchen wird einfach seiner Familie entrissen? Das gilt als große Ehre für die Familie. Ihre Tochter wird niemals Not leiden und die Göttin segnet sie mit einer reichen Belohnung. Ah, weshalb die ganze Geheimniskrämerei? Wir ziehen es vor, den Tod des Orakels erst dann zu verkünden, wenn wir ein neues haben. Die Menschen sollen wissen, dass wir mit der Göttin in Verbindung stehen. Springt dabei auch was für mich raus? Kennt ihr den Segen von Dibella? Er kann euch dabei helfen, Frauen den Hof zu machen, falls das euer Begehr ist. Oder ihr erhaltet Stärke, wenn ihr mal aneckt. Normalerweise wird er Männern nicht verliehen. Aber für das Geleit des Orakels könnten wir eine Ausnahme machen. Ist das ein aktiver Effekt? Ja, den will ich haben! Ist doch klar! Mhm. Okay, ja dann, let's go, let's do this. Ja, ich hab gewusst. Dann ist es diese Quest gewesen. Ich wusste, dass es hier noch eine Quest gibt, Margaret, die wir nicht gemacht hatten. Weil sie dann doch was... Irgendwie wusste ich das mit Kartwasten und so, aber ich habe mir erst gedacht, vielleicht gibt es auch die Quest dort, aber da war ich dann doch falsch. Nee, ich brauche nichts was. Ich brauche nichts. So, folge mir. Geht voran. Und wir brechen auf. Folge mir. Gehen wir. Gehen wir. So. Perfekt. So schnell kann es gehen. Oh, ich hoffe, das ist ein aktiver Effekt. Das wäre so gut einfach. Oh. Vorsichtig sein. Dann müssen wir nach Kart... Oh, was ist denn das? Seht ihr das? So langsam. Ist das normal? Ich möchte gerne nach Kartwasten gehen. Na, also. Läuft doch wie am Schnürchen. Perfekt. Wir haben die Diebe oder Söldner schon vertrieben, beziehungsweise bezahlt. Und jetzt machen wir direkt die nächste Quest in Kartwasten. So lobe ich mir das so. Dann gehen wir mal nach ihr suchen. Aber allerdings, sie wird nicht in Kartwasten sein. Aber das habe ich euch ja schon gesagt, oder? Schon gesagt? Da bist du ja. Endlich sind meine Minen wieder offen. Zeit, dass alle zurück an die Arbeit gehen. Ich suche ein junges Mädchen, das hier in der Gegend wohnt. Oh je, darüber sprecht ihr besser mit Enmon. Okay, Enmon, wer ist denn Enmon? Einer von euch? Nee, das ist bestimmt Ragnar hier. Ragnar, ja, nein, glaube nicht.
Huch, was? Ach, da in der Mine ist der noch. Alles klar. Oh, eine neue Wache. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Ja, Tatsache. Mir wurden Süßkuchen gestohlen und ein Karamellbonbon. Das ist eine Frechheit. Ich wollte Kopfgeld beantragen. An Unbekannt. So. Enmon, da bist du ja. Ich habe Fremden nichts zu sagen. Ihr seid nicht von hier und wir müssen nicht miteinander reden. Ich suche ein junges Mädchen, das hier in der Gegend wohnt. Verdammt, Mann, wollt ihr euren Sport mit uns treiben? Was? Wovon redet ihr? Unsere Tochter Fiotra wurde von hier verschleppt. Die Abgeschworenen haben uns überfallen und sie haben nichts anderes angerührt, nur unser kleines Mädchen. Wohin haben sie sie gebracht? Es waren die Abgeschworenen vom Bruchturm. Die haben vorher noch nie viel Ärger gemacht. Was kümmert es euch? Eure Tochter ist das Orakel von Dibella. Sie? Wirklich? Das hätte ich mir nie träumen lassen. Dann brauchen wir sie natürlich in Markart. Ich komme mit euch. Was? Dort draußen ist es zu gefährlich. Ihr solltet bleiben. Ihr habt wahrscheinlich recht. Aber bitte beeilt euch. Wer weiß, was diese Bestien hier antun. Du kommst mal nicht mit. Du bleibst schön hier, dass du nicht irgendwie noch stirbst. Die Mine von Sauranach ist wieder offen. Wie soll ich nur mit der ganzen Arbeit fertig werden? Sei doch froh, dass sie wieder offen ist. Dann hast du Arbeit. Vollidiot. Meine Güte, man kann es hier niemandem recht machen. So. Jetzt aber erstmal würde ich sagen, wenn wir im nächsten Part erst das Mädchen retten gehen, jetzt ist erstmal Partende und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder bei Skyrim. Macht's gut, ciao.